Ja, auf vielfachen Wunsch wollte einer unserer Zuschauer den Film über die Domuhr sehen. Ja klar, Radio Rainer, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, sammelt nicht nur Radios und Fernseher. Ich habe auch so ein paar Exponate aus der Ex-DDR, aus Wohnungsauflösungen, verschiedenster Machart Uhren. Die habe ich mal vor 30 Jahren in Recklinghausen gekauft von einem Holländer. Und die Uhr, die kommt aus Leipzig, auch so um 1914. Hier haben wir eine mysteriöse, ein 30 Jahre alter Nachbau, aber immerhin funktioniert er. Und wir gehen da hinten mal ganz einfach rüber. Da haben wir nämlich noch eine Ochsenaugenuhr. Ja, diese Ochsenaugenuhren, die habe ich mitgebracht aus Frankreich. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Die klappt man hier auf. Dann kann man sie aufziehen. Deutlich sieht man unten den Pendel. Es ist ein Porzellanzifferblatt mit Einlegearbeiten aus Perlmutt. Ist ungefähr Jahrhundertwende. Ja, auch in den 50er Jahren im Schwarzwald stellte man Urgos her. Ein sehr seltenes Radio, was man nur von der Deutschen Wochenschau sieht. Auch die Firma TKD baute ein Uhrenradio. Ein früher Vorkriegsbarock, aber 1951. Vorbereitet für UKW, jedoch kein UKW vorhanden. Wir gehen in die oberen Abteilungen. Da stehen so weitere Spieluhren. Wir schauen einfach mal. Folgen Sie uns. Wir sehen uns gleich im Treppenhaus bei weiteren Spiel- und Wanduhren. Ja, jetzt sind wir im Treppenhaus. Ja, auch ein paar Uhren und Spieluhren. Die neueste Errungenschaft ist ein Polyphon. Ja, wurde in Dresden hergestellt und, wie wir hören, spielt es sehr gut. Ja, das sind Geschichten, die auch weit nach unserem Tod noch funktionieren werden. Ja, das ist ein Wiener Regulator, vor 2 Jahren vom Leipziger Flohmarkt mitgebracht. Aber auch weitere schöne Sachen sind hier im Treppenhaus zu sehen. Dann die alten Oma-Uhren, wie man sie kennt. Um 1914 auch. Dann ein großes Polyphon, was in Gaststätten stand. Spielt natürlich auch sehr schön. Wir können es mal aufdrehen. Ist ungefähr 1890 gebaut. Ja, und hier steht eine Stempeluhr aus den 20er Jahren. Viele unserer Zuschauer, die noch älter sind, kennen diese Geschichte mit den Stempelkarten. Die steckte man damals oben rein und stempelte ab. Ja, so war das um 1920. Und ebenfalls hier auch ein Polyphon in einer Nummer kleiner. Dann hier eine handelsübliche Uhr aus dem Jahre 1928 und so weiter. Aber unsere neueste Errungenschaft möchten Sie ja sehen und deswegen werden wir sie Ihnen jetzt erklären mit den letzten Klängen unseres Polyphons. Ja, und nun der detaillierte Film für unseren Zuschauer. Ja, dies ist die Domuhr, gebaut 1870. 1880. Wir haben ein Uhrwerk mit Kurzpendel, ohne Pendelfeder, wie das so um 1900 war. Sie sehen an den ganzen Macharten der Kleidung, der Schiffe, der Eisenbahnwaggons, dass es sich wirklich um das letzte Jahrhundert gehandelt hat. Wir können auch gerne mal einmal die Spieluhr aufziehen. Wir starten sie jetzt. Deutlich zu sehen, wie diese Eisenbahn da hinten fährt. Alles Wagen aus dem letzten Jahrhundert. Und wie wir sehen, die Hinterglasmalerei, dort kommen die Schiffe in den Hafen, durch den Tunnel gefahren und hier ist schon eins da. Ja, und da, wo viele Schiffe fahren, ist auch ziemlich viel Wind, deswegen dreht sich oben auf dem Berg natürlich auch fleißig die Windmühle. Ja, unser Zuschauer will ja gerne wahrscheinlich mal einen Blick erhaschen, wie das funktioniert. Ich schalte das mal aus. So. Okay. Dann gucken wir mal. Wir nehmen den Dom mal eben ab, dass der Zuschauer einmal hinten reingucken kann. Der Dom ist aus dünnem Glas gefertigt. Sollte er kaputt gehen, das macht kein Mensch diesen Dom mehr nach. So, wir drehen diese Uhr einfach mal um und sehen plötzlich,
eine ziemliche Kordelwickelei. So, hier sehen wir das. Hier ist das Uhrwerk mit dem Kurzpendel. Ich hole mal ein bisschen Licht her. So. Ja, man sieht es deutlich. Und wir sehen es, es ist teilweise aus Holz grob gefertigt, Pappe und bemalt. Interessant die Technik mit diesen Holzrollen, die einfach nur mit einem Stück Blech Holzschrauben Schach gehalten wurden. Hier unten laufen die Keilriemen bzw. die hauchdünnen Fäden und transportieren diese Geschichte weiter. Im Inneren dieser Uhr befindet sich eine Spieluhr. Diese treibt natürlich alles an. Der Antrieb geht von diesem hier aus. Geht nach oben, geht hier unten durch, geht hier rüber und treibt dann auch die Windmühle an. Wir können mal schauen. Dort sehen Sie, wie es funktioniert. Ja, kein Hexenwerk, ganz einfache Machart. Da waren Künstler zugange, die haben das gemacht. Und deutlich zu sehen, keine Metallräder, einfach nur Stoffschnürchen zusammengeknotet, etwas verleimt, etwas verklebt. Und schon hat man dann eine wunderbare Geschichte gebastelt, die auf einem hochherrschaftlichen Kamin stand. Und so funktionierte das Ganze. Natürlich ist dieses Papier ja auch schon weit über 100 Jahre alt und wir müssen aufpassen, dass es nicht vollständig zerreißt. Ich hätte Ihnen gerne dieses Papier umgeschlagen, hätte das Schiff gerne nochmal entleimt, um Ihnen die Spieluhr zu zeigen. Aber eine ähnliche Spieluhr, die genau so funktioniert, wie die Musik macht, kann ich Ihnen noch zeigen. Und das wird dann unser Abschluss. Viel Spaß. Für den Herrn, ja, ich mache das Papier nicht los, aber ich zeige Ihnen jetzt eine Spieluhr, die unten in der Uhr verbaut ist, natürlich kleiner. Und die funktioniert genauso wie dieses Teil hier. Die Spieluhr in unserer Uhr ist ungefähr so groß, also dieses Teil ungefähr in dieser Größe. Sie sehen, hiermit wird aufgezogen, das ist unser Faden. Und dann starten wir das ist der Knopf an der Seite. Klängen des letzten Jahrhunderts um 1880 verabschiede ich Sie in die folgende Nacht. Träumen Sie gut, bleiben Sie uns gewogen treu. Bis demnächst, heute mal ohne Radio, nur mit der Spieluhr. Gute Nacht für heute.